Wie viele Jahre hält denn eigentlich ein Dach? Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Viel Spaß beim Ansehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Expertenkanal von Hoch 3 Immobilien aus Ingelheim. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin der Geschäftsführer dieses Maklerunternehmens und als Ihre Experten für den Verkauf von Häusern und Wohnungen in Ingelheim, Bingen, Mainz und Umgebung haben wir es uns auf diesem Kanal zur Aufgabe gemacht, alle möglichen Themen rund um den Kauf und Verkauf von Immobilien für Sie in kurzen und einfach verständlichen Videos zu erklären. Falls das prinzipiell für Sie interessant ist, abonnieren Sie unseren Kanal, verpassen Sie kein neues Video mehr. Und jetzt geht es los mit unserem heutigen Thema, nämlich: Wie viele Jahre hält denn eigentlich ein Dach? Also, es geht heute, wie gesagt, um das Dach, die Immobilie als Bauwerk. Und um das Dach ranken sich ja so einige Mythen. Manch ein Interessent kommt zu unseren Besichtigungen, wirft einen ersten kritischen Blick von außen auf das Haus, dann genauer auf das Dach. Und dann ist für den Interessenten relativ schnell klar, oh, das Dach ist hinüber, das muss runter, das muss neu eingedeckt werden, die Balken sind mit Sicherheit auch kaputt und. Und das Ganze eigentlich nur, weil das Dach vielleicht ein bisschen mit Moos belegt ist. Also vorab ganz wichtig zu sagen, wenn Sie Eigenheimbesitzer sind oder prinzipiell Immobilienbesitzer, dann sollten Sie Ihr Dach auf jeden Fall regelmäßig überprüfen lassen. Ich rede jetzt heute einfach mal von einem normalen Satteldach. Das heißt im Prinzip ein normales Satteldach mit einem Holzdachstuhl, das mit Tonziegeln belegt ist, und man sagt so, in der Regel halten solche Tonziegel 60 bis 80 Jahre. Es gibt dann noch eine bessere Variante, das sind nämlich die lasierten Ziegel. Die lasierten Ziegel hingegen haben eine Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren, aber diese Lebensdauer dürfen Sie natürlich nur annehmen, wenn Sie Ihr Dach regelmäßig warten, reparieren und pflegen. Der Tipp von einem Experten war, das Dach einmal im Jahr auf eventuelle Schäden oder Probleme überprüfen zu lassen. Das macht in der Regel kaum jemand. Ich persönlich mache es auch nicht. Aber alle 5 Jahre sollte man doch mal einen Fachmann nach seinem Dach schauen lassen, um einfach größeren Schäden vorzubeugen. Wenn Sie das einfach regelmäßig machen, ich sage jetzt mal, alle 5 Jahre einen Fachmann drüber schauen lassen, der sieht, oh, hier ist ein Ziegel gebrochen, da regnet es ein bisschen durch, dann ist der Schaden wahrscheinlich wesentlich geringer, als wenn Sie 15 Jahre jemanden drüber schauen lassen und den Dachstuhl eigentlich nie betreten oder auch keine Möglichkeit haben, da hinzukommen, weil das Dach ausgebaut, gedämmt ist und so weiter. Sie sehen es einfach von außen nicht. Nur wenn dann irgendwann das Wasser wirklich durch die Dämmung und durch den Rigips bei Ihnen ankommt, dann sehen Sie einen riesengroßen Fleck. Und dann ist wirklich die Frage, wenn das Wasser jetzt schon 10, 15 Jahre da reingelaufen ist, wie sieht denn das Holz darunter aus? Und die Antwort wird Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gefallen. Kann schnell sein, dass dann Dachbalken oder die Lattungen ausgetauscht werden müssen. Was Sie hätten vermeiden können, wenn Sie einfach in kürzeren Abständen das Dach überprüfen hätten lassen, weil dann wäre dieser gebrochene Ziegel einfach ausgetauscht worden und das bisschen Wasser wäre getrocknet, was da innerhalb vielleicht von einem halben Jahr oder so eingetreten ist, und dann gäbe es da auch gar keine Probleme. Prinzipiell das Thema Dachstuhl. Es gibt verschiedene Arten von Dachstühlen. Es gibt Stahldachstühle, es gibt Holzdachstühle, das ist die gängigste Art, und es gibt auch Betondachstühle. Ein Dachstuhl hat prinzipiell eine Lebensdauer von 80 bis 120 Jahren, so sagt man. Also sollte das Dach auf jeden Fall überleben. Aber wie gesagt, wenn Sie Ihr Dach mal austauschen müssen nach 100 Jahren, manche Dächer halten natürlich auch länger, weil sie einfach gut gepflegt werden, regelmäßig gereinigt werden und, neu lasiert und versiegelt werden, dann kann es natürlich auch sein, dass so ein Dach 130 Jahre hält. Das ist aber wahrscheinlich seltener der Fall. Daher mein Tipp, lassen Sie Ihr Dach wirklich in regelmäßigen Abständen überprüfen. Und jetzt nochmal zu dem Thema, was ich eingangs gesagt habe. Interessenten kommen zur Besichtigung, sehen ein Dach, das ein bisschen begrünt ist, mit Moos belegt oder sonst irgendwas oder Algen. Das heißt nicht, dass das Dach kaputt ist und ausgetauscht werden muss. Oftmals reicht da schon eine professionelle pointive Dachreinigung mit einer anschließenden Versiegelung, und dann haben Sie noch ganz, ganz viele Jahrzehnte Spaß an Ihrem Dach und müssen nicht direkt mit den hohen Kosten für die Neueindeckung plus eventuell einen neuen Dachstuhl rechnen. Das ist aber natürlich, wie gesagt, je nach Pflegegrad im Einzelnen zu betrachten. Aber wie gesagt, in der Regel ist es wirklich so, dass mit einer professionellen Reinigung und Neuversiegelung das Dach wieder wie eine Eins da steht, um es einfach mal so salopp zu sagen.
So, ich hoffe, ich konnte Ihnen in unserem heutigen Video einmal ein paar Dinge zum Thema Dach erklären, vor allem wie lange ein Dach hält und worauf Sie achten sollten. Falls Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Like, einen Daumen nach oben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Falls Sie Freunde und Bekannte haben, für die das Thema interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit diesen. Und falls Sie einfach mal wissen möchten, was Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Ingelheim, Bingen, Mainz oder Umgebung wert ist, ganz egal, ob Sie überlegen zu verkaufen oder es einfach mal wissen möchten, weil eventuell ein Nachlass ansteht oder die Immobilie bereits zu Lebzeiten vererbt werden soll, dann rufen Sie uns gerne an unter 06132 714 9383. Stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch und eine kostenlose Immobilienbewertung zur Verfügung. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Ansehen unseres heutigen Videos. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ihr Felix Hoffmann.